Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte über Thüringen. Wir haben mit der Ausfahrt begonnen, mit dem Verband. Die ersten drei fahren schon. Und gleich kommt der nächste hinterher. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Zeit eine halbe Stunde. Ich denke mal, wenn das so sein sollte, die Halbrunde ziehen wir durch. Und dann sind wir für ein Frühjahr gerüstet mit Feld Nummer 38 Raps. Ich hoffe, dass alle auch Raps haben. Raps. Die erste hat auch Raps, ja. Nicht so wie bei Sonnenblumen, wo einer Gerste hatte. Das wäre natürlich äußerst. Aber wie man sieht, keine Flicken, keine offenen Stellen, passt. Wir werden gleich nochmal auf Feld Nummer 60 den Rest kalken. Und den werden wir eh wegräumen müssen. Beziehungsweise wegfahren. Wir haben jetzt Herbstmitte, abends um 18 Uhr, es wird bald dunkel werden. Sobald die Aussaat fertig ist, gehen wir wieder auf höhere Geschwindigkeit. Wir düngen noch auf Feld Nummer 49, glaube ich, oder 48. Hier müssen wir ganz normalen Helfer einstellen und den alten Kurs mal löschen. Weil den brauchen wir jetzt nicht mehr. Nehmen wir den Kurs hier richtig an, ganz grob. H drücken hier ausmachen. Oh. Ah, das passt schon so. 1, 2, 3, 4. Ah, Düngerfahrer ist bei. Schuli, wie heißt der? 12 ist auch schon gedüngt. Zum zweiten Mal. So wie auch 49 jetzt auch gleich ist. Und dann schauen wir gleich, ob wir. Ja, Wachstum ist gerade mal Stufe 1. Aber es muss doch nicht geflügt werden, das war ganz gut. Sonst hätten wir mit 4 Traktoren flügen müssen. So, überlegen ist überlegen. Im Grunde müssen wir schön bewachen, was die anderen machen. Bei der Wende. Wie sie die Kurve meistern. Eigentlich sollten die ja im Prinzip alle schön hintereinander fahren, aber leider ist jetzt ein bisschen missglückt. Könnt ja den mal ganz kurz. Stehen lassen wir Blödsinn. Ah, lassen wir fahren. Eine Nachricht. Keine Ahnung, was zeigt. Temperatur ist bei 64 Grad. 7 Uhr 55. Passt, okay. Heute meine 9. Aufnahme. Der braucht noch 23 Minuten, das wäre gut. Ich habe noch gar nicht geschaut wegen der Karte, ob da schon was gibt, Neues. Ah ja gut, das haben wir so lange Wochen da abwarten. Und wenn alles sehr schön ausgesehen ist und gedüngt ist, dann heißt das der Umzug.
Mal schauen, wie er die Kurve macht. Auch mit 18 km/h Dünger. 10% fast weg. Aber Raps. Reichlich. Brauchen wir nicht nachfüllen. Die Kurve ist heftig, da müssen wir nacharbeiten müssen. Aber das geht. Hätte ich einen Meter weniger genommen, wäre vielleicht nicht zu sehen gewesen. Aber das passt schon so. Entscheidend ist ja, wenn sie hier entsprechend so fahren, wie es sein soll, dass es entsprechend sich nicht entgegenkommt. Ist der andere schon fast fertig mit dem Düngen? Der ist fertig. Praktisch fertig, die Ecke noch ein kleiner unten noch. Übertreibt nicht. Kostet alles Geld. Zum Glück ist morgen Freitag. Bin froh drüber. Ich freue mich drauf, wenn mein Arbeitskollege wieder kommt und dann mal wieder Spätschicht machen kann. Oh, ein bisschen ausschlafen. Früh ein bisschen länger schlafen können, das ist auch nicht schlecht. Um 3:30 ist hart. Das jeden Tag. Man sagt so, man gewöhnt sich dran, ne? Aber ich persönlich nicht. Das ist ein bisschen langsam hier, der Bursche. Ich muss mal einstellen auf dem Feld. Wendemanöver. Rückwärts ist klar. Aktiviert machen, also wieder zurück. Normalerweise, wenn wir nicht eingreifen. So, Scheißerchen. Paar Stellen wächst schon was, ne? Aber das ist komisch. Ach, das Unkraut. Aber das ignorieren wir mal ganz einfach. Das mähen wir ja sowieso weg. Im Gras ist nicht so tragisch, wenn ein bisschen Unkraut wächst. Ist ja wie Dünger. Anführungszeichen, die Dünger ist gut. So, da kann der Raps nochmal keimen zum Herbst und im Frühjahr wird er dann entsprechend erntereif. So. Erstmal mal zum alten Löschen. Achso, ich muss die Löschen nur ändern. 48, unterum zweimal. Gehen wir hier mal. 48 ist so eine kleine Insel. Aber wie gesagt, natürlich Umrandung ist nicht zu. So, machen die anderen Freunde. Das ist entscheidend. Wie das hier nicht klappt, habt ihr den hier. Deswegen ist ja die anderen Trödler so bescheiden. Verband aktiviert und dann
Ja. Gute Frage jetzt, ne? Wo ist Maus? Oder war das vielleicht? Das wollte ich ja meinen. Deswegen sagte ich ja, dass ich für die Maus nicht. Vier Monitore und. Gibt's doch gar nicht, wo ist denn nur aus? Der nächste Karambolage. Jetzt werden wir entsprechend die Fahrzeuge in der Reihenfolge auch starten. Gibt's doch gar nicht. Der kann auch stehen bleiben. Das war der letzte in der Reihe von vier. Kann man ihn mal leicht zurückstellen. Den werden wir wieder einfangen. So, dunkel. Gibt's doch gar nicht, hat er so blöd gemacht. Muss ich Maus? Problem ist, wenn die Maus außerhalb ist, ist das ungünstig für die Lenkung. Der blaue war zuerst, oder? Zwei links. Gut. Von dir war eins links. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich dastehen. Der war schon mit durch. Wir lassen ihn einfach so außerhalb stehen und dann allein suchen lassen. Das ist hier der erste Mittelstreifen. Der war zwei links. Dann kommt der blaue zuerst. Ja, meistens dann werden zum Beispiel die ersten Fahrzeuge noch nicht durch sind, ne? Nachzügler. So, der war vor dem Grün. So, die anderen beiden Fahrzeuge erstmal. So, hier ist im Kurs nicht. Und hier den Kurs jetzt nicht.
Ach, kein Kurs gespeichert? Ach, okay. Und der war jedenfalls auf links. Zwei links. Und der war eins links. Die beiden passen. Und gleich den nacharbeiten. Machen wir den gelben. X. Das arbeiten wir gleich nach. Nacharbeiten. Dritte Maschine im Bunde. Immer überlegen. Die anderen beiden sind verkehrt. Das sind ja rechts. Machen wir die mal links machen. Ist ja im Grunde egal. Dann kommst du auf ganz links. Ganz links. Und der erste linke neben den zwei linken. Nacharbeiten wir auch trotzdem mal gleich. Mit Licht natürlich. Mehr Licht. Mehr Licht geht nicht. Jetzt haben wir schon mal 19:35 Uhr. Eine Uhrzeit? Ah ja. Ah, ich sag mal so. Das klingt doch nicht ganz fertig. Machen wir nochmal eine Folge. Und dann haben wir schon mal einen Kurs. Für einen Kurs bereitgestellt. Also gespeichert ist der Kurs auch. Aber mit Pech haben wir so wie gelöscht. Wir haben gleich die Nacharbeiten nachgemacht. Und wir müssen den mal dazu machen. Wenn du all nass. Wir hätten mal nicht auf 5 machen sollen. Na gut, okay. Aber die Folge überziehen bringt sowieso nichts, weil den Augenblick wird das sowieso nicht fertig. In der Zeit. Übergroße Folgen machen wir nicht. So. Haben wir alle vier im Bunde. Vom Neustart bereit. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Like und ein Abo. Mal ganz kurz erwähnt. Kostet euch nichts. Aber mir bringt auch nichts. Außer die Anerkennung. Dann seid mal Tschüss und viel Glück. Ciao, ciao. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.